Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir zusammen mit meinen Freunden ein unfassbar nices Haus in der Schweiz gemietet. Heute ist Tag 12, aber es ist das 10. Video, weil Kevin 2 Tage krank war. Und ich werde heute lernen, wie ich einen 360 mit dem Snowboard mache. Am Ende haben wir noch was gekocht mit der ganzen Mannschaft und dann gab es noch die McDonalds-Psychose. Wartet ab. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, diese Wichser lassen mich heute im Stich. Da ist Wichser Nummer 1 und da hinten ist Wichser Nummer 2, okay? Weil die kommen heute nicht mit auf die Piste. Wir riskieren heute, Chat. Die Pistenverhältnisse sind so. Ich werde das beiseite machen. Das ist im Glas. Das ist crazy. Die Pistenverhältnisse sind fucking Omega Arsch. Aber wir sind heute verabredet mit Leon, right? Und das ist ein Red Bull Athlete, der auch bei Lux Open mitgefahren ist, bei Slopestyle. Und der wird mir heute einen 360 beibringen. Ihr werdet heute sehen, wie ich einen gottverfickten 360 mache. Wo ist der Edgar? Naja, Männer, das ist halt so ein Styling-Ding, ne? Also, ich hab die einfach nach oben gemacht jetzt. Was geht ab? Alles gut, Mann? Ja, ich schau, Alter. Im Augenblick. Was geht, Bro? Alles gut? Was geht, Alter? Hi, Kevin. Hi, Juna. Scheiße. Wir haben es geschafft, Alter. Die Schlacht kann beginnen. Meint ihr, Wetter passt für heute? Ja, safe. Ja? Das ist eh, ey. Unter uns, das ist eh besser, wenn man nicht so weit sieht, weil dann sind wir unter uns. Und dann... Ja, okay. Sieht man nur den Outcome am Ende. Ja, okay. Nicht die Arbeit dahin. Ja, okay, stark. Was los? Alles Gute noch nachträglich zum danke, Geburtstag. Danke, Bruder. Ich hab was Kleines für dich. Na. Eine kleine Überraschung. Oh nein, muss ich Angst haben, Bro? Nein, Digga. Von mir doch nicht. Du weißt ja, du bist jetzt kein Snowboarder mehr, sondern du bist jetzt ein Freestyler. Also, jetzt schon? Ja, also das, da wollen wir dich heute hinkriegen. Yeah. Nein! Digga, deswegen habe ich den richtigen Freestyler-Goggle gebracht. Oh, Digga, meine jetzige ist mega Arsch. Digga! Oh mein Gott, ich habe gerade noch gesagt, wie Arsch meine ist. Richtig hype. Scheiße, Digga. Danke, Bro. Sehr korrekt, vielen Dank. Ja, Mann. Oh, haben wir dieselbe jetzt? Oh, shit. Check den Shit aus, Mann. Danke, Bro. Sehr geil. Happy Birthday, Mann. Danke, Bruder. Okay. Boah, Traum. Dann packe ich kurz die andere noch ein. Digga. Oh, Red Bull-Athleten unter sich. Oh, shit. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, so athletisch wird das gleich nicht aussehen, Chat. Aber wir gucken mal. Oh! Fast. Spaß. Fuck, Bro, ich hab 180 so krass geübt, Mann. Ich konnte den Real Talk. Du verstehst dich. Ich will das seit 10 Jahren schaffen. Und heute könnte der Tag sein. Auch noch nie dabei. Ja, das stimmt. Heute könnte der Tag sein, Bro. Hinten. Da hat das Commitment gefehlt. Scheiße. Fuck! Ja! Digga, was geht denn bei dem Typ, Mann? Okay. Ja, Mann, der hat gutes Speed. Oh! Digga! Homies down! Danke, Bro. Oh, shit! Das ist er! Okay! Ja, Mann! Okay! Der war perf! Digga! Der war richtig in der Luft, What Mann! What the fuck? Oh, Digga. Let's fucking go! Alright, auf zum Essen jetzt! Let's go! Essen passen! Essen! Bro, heute ist echt ein geiler Tag, Mann. Das macht echt richtig Spaß. Schön, ja. Hier oben halt. Ich glaube, Abfahrten sind semi. Ja. Aber hier oben ist es mega nice. Ja. Vor allem ist es heute, guck mal, ist es halt auch so leer, Digga. Im Restaurant will jetzt keiner sein, Alter. Das ist super chillig. Hugo hat vegetarisch angefangen vor 2 Tagen, hat jeden ersten Tag sich Schnitzel oder so reingehauen. Und hat einen Tag dann jetzt vegetarisch gemacht und jetzt wieder gezogen. Bro, die haben nichts anderes, die haben nur Nudeln. Aber du hättest ja auch einfach nur Pommes nehmen können. Ja, aber er hat mich keinen Bock drauf. Oder? Ich hätte schon aber das, was meine Freundin mir zum Geburtstag geschenkt. No way, gestern. Ja, Mann, ganz geil. Hey, ich hab auch eine Freundin. Echt? Ja. Oh nein, Hugo, nein, Bro. Bitte, Bruder. Lieber peinlich. Hör nicht auf dich. Nein, oh mein Gott, das ist... Ultra peinlich. Ja? Ey, ich kürze das ab, okay? Hugo fickt einen Stoffbären von Ikea, Digga. Nein. Nein, das stimmt nicht. Doch, das ist so. Das ist Bro, hast du ihn hier dabei?
Er hat ihn im Urlaub mit dabei, ja. Du meinst sie? Bro, das ist kranke Scheiße, Mann. Hast du sie gerade mit dem Kalkofen? Heute Abend werden wir mit der ganzen Crew zusammen kochen, Chat. Es gibt heute Chili Sin Carne, also Chili Con Carne, aber ohne Fleisch. Hast du schon mal so Struggle, so von wegen bösen Überraschungen bei der Steuererklärung? So dass ja, du so fette, so what? Klar, also da gibt es eine Story, die die Jungs ganz funny finden, aber die werde ich jetzt nicht erzählen. Mann, ich habe den Jungs mal erzählt, dass ich halt Steuern bezahlen musste. Und dann meinte ich so, ich hab den Jungs halt so erzählt, dass ich dachte, ich hätte 1 Million mehr. Und dann habe ich denen halt gesagt, Ja, aber er hat das so auch ganz casual gesagt. Mann, so, hab ich nicht. Ey, Leute, ich bin heute noch auf. Ich hab letztens auf mein Konto geschaut, ich hab gedacht, ich hab 1 Million mehr, die war einfach weg. So. Mann, Tom, Bro, das ist voll out of context, Digga. Ich hab weg, meine Million, aber ist egal. Nein, das hab ich nicht so gesagt. Bro, das ist crazy. So alright, Männer. Ey, let's wrap this shit up, Mann. Alter. Junge, hab mich mies gefreut. Mich auch, Alter. Wiederholen wir irgendwann nochmal. Paul, absoluter Boss. Ciao, ciao, Bruder. Ciao. Oh. Der Mann mit den krassesten Haaren hier. Du Wichser, Digga! Ich würde dir so gerne eine Nackenstelle geben, aber dann kann es sein, dass dein Ben 10-Ding reinhittet und auf einmal. Nein, du darfst nicht bei mir! Du darfst nicht bei mir! Arschbohren! Arschbohren! Kitzel und keiner von uns! Bitte! 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 Oh, ist das scheiße. Oh, Freunde, der Plan ist simpel, okay? Tim und Miguel waren einkaufen und wir machen heute Chili Sin Carne mit der ganzen Mannschaft. Okay, hat irgendjemand das Rezept, was wir brauchen? Nö. Ich würde sagen, wir schmeißen das Hack rein, dann schmeißen wir die anderen Sachen rein und dann verwischen wir das. Ey, das ist halt das Hack hier, ne? Ist das geil? Ach, das sind die Bond Burger. Männer, wir brauchen 2,5 große Zwiebeln. Fein gewürfelt wieder, das ist deine Aufgabe. Okay, was als nächstes, Sir? Knoblauch abziehen! Ja! Wir wollen 2,5 Knoblauch ziehen. Darf ich den Lauch hier schneiden? Nein. Auch nicht. Wir brauchen Chili. Nein. Die Chili halbieren. Wir brauchen davon 2,5 auch. Der Saft ist da reingegangen. Rein. In der Finger an der Seite? Das brennt. Ja. Hallo? Hugo ist auf jeden Fall auf Platz 2. Bruder! Auf jeden Fall Platz 2 der besten Köche hier im Haus. Nee, stimmt schon, doch. Alter, das brennt! Hier steht mit Küchenhandschuhen arbeiten. Ich habe eure Hände gewaschen. Nein. Ja, ich war duschen. Ich war auch gerade duschen. Na gut. Ja, ich war gerade duschen, frisch. Ich habe nichts anderes angefasst. Frisch. Ich war gerade duschen, frisch. Ich wette, er hat inzwischen mal seinen Schwanz angefasst. Nein, ich. Wallah nicht. Ich mach gleichzeitig. Ey, Hugo, wie fühlt sich das hier an? Nein, darfst du nicht machen. Das ist mit IHK, die Gesundheitshygiene eigentlich übernommen. Oh! Du hast mein linkes Ei geschreit. Doch, hast du. Nein, das geschreit. Da ist er wieder. Roleplay. Ey, Roleplay was Hugo. Laberst du, ey, Bruder, du wärst der krasseste auf dem GTA Roleplay Server. Ja, ja. No joke. Nein, was hier gemacht wird, ist. Nein! Seht ihr das? Ja, das ist krass! Das ist krass, euch von hier! Das ist auf jetzt! Das ist Fels! Bitte hör auf, Digga, bitte! Das ist ich geil. Geh nach Hause, ich geh morgen nach Hause. Oh nein! Oh nein! Ich wusste gar nicht, dass schon Tag 5 der Hunger-Challenge ist. Probier mal einen. Die sind scharf, weißt du das? Sind nicht so scharf, probier. Das geht. Ich werde jetzt echt ja wieder und jetzt wieder eine Dreiviertelstunde auf Klo. Ja. Ey, das ist doch echt scharf! Guys, ich schwöre, das ist scharf. Digga, real talk. Also, das ist wirklich 0% scharf. Ja, nein, Digga, das Ding ist. Das Ding, nein. Ey, das ist scheiße, Mann. Geht wieder los. Oh. Ich schwöre, das ist scharf. Hugo, ein Tag ohne Action Challenge impossible, Alter. Mann, ich seid so Wichser, Alter. Okay, anhalten, salutieren, salutieren. Zur Rede. Jawohl! Angetreten, Sir! Weitermachen! Alles klar, Sir! Wird weitergemacht! Schneide mit all deiner Kraft! Kamerad! Schaff doch! Ja! Mach's gut! Ja! Nein! Okay. Kleiner! Kleiner! Kamerad Hugo! Ja! Schneid sie, es gäb's kein Morgen mehr! Oh! Das hat sich angehört wie das Intro von SpongeBob. Oh, wer wurde der andere? Das gibt's nicht mehr! Das ist scheiße. Ey, Hugo? Ja. Du kriegst schon mit 10 Euro, wenn du die beiden Chili-Stücke, die übrig sind, in den Mund nimmst und kaust.
10 Euro. Krieg ich auch 10 Euro dafür? Mit dem Grünen. Nee, nur Hugo kriegt 10 mit Euro. Dem Grünen. Kannst du abschreiben, wenn du willst. Der Hugo kriegt den gleich wieder. Hör auf! Das macht man nicht! Nein, Aneurysma! Aneurysma! Ich steck das in dein Auge rein. Er sagt Aneurysma, als wäre so eine Fallenkarte bei Yu-Gi-Oh! Aneurysma! Okay, sorry, hast recht. Ich kau das jetzt, ne? Ja. Das sind die einfachsten 10 Euro des Lebens. Du darfst nicht direkt runterschlucken, ne? 30 Sekunden mindestens im Mund behalten. Richtig kau. Kau. Oder einfach so ein Schaf, was so gerade so Gras abgebissen hat. Ist scharf? 10, 9. Scooby-Doo. Okay, runterschlucken. Jetzt runterschlucken. Ah, das war wasted 10 Euro. Ich dachte, das ist schärfer, Bro. Okay, oh, ist doch scharf. Jetzt ab. Oh, nochmal, gute Zeiten, schlechte Zeiten, falls ihr noch Leute braucht als Darsteller, ich hätte hier einen guten Kollegen, der würde sich ganz gerne bewerben. Er kann viele Rollen, er kann gerade zum Beispiel spielt er das Schärfe gerade mega von dem. Weirdchamp, dass ihr Hugo die ganze Zeit verarscht, mobbt der Arme. Oder wir verarschen uns die ganze Zeit alle gegenseitig, Bro. So funktioniert eine Freundschaft. Der Millionär. Die sagen auch die ganze Zeit, dass ich ein abgehobener Hurensohn bin. Nee, das ist nicht verarschen, Bro, das ist mein Ernst. Ja, die Fresse. Wieder ist ein Geizhals, Hugo ist ein Opfer. Ja, das ist auch ernst, Hugo ist ein Schauspieler. Boah, wow, was? Das ist auch ernst. Hä? Nee, ja, warte mal, das geht jetzt zu weit. Wie sieht's aus? Sieht irgendwie echt räudig aus, ich weiß nicht warum. Ey, Hauptsache, das schmeckt gleich heute, oder? Ja, wir müssen es auf jeden Fall gleich noch abschmecken. Das sieht irgendwie aus wie Reste essen, Digga. So Mensa. Ja. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Pump rein. Ich würde sagen, da muss auf jeden Fall noch was Scharfes rein. Da muss noch Schärfe rein, ja. Hier sind Chili. Chiliflocken hier, Bro. Wir machen das Schärfe jeder für sich. Nein, Bro, das musst vertrauen, Digga. Nein. Aber nicht. Das Ding ist, also ich sag ehrlich, es scheitert am Fleisch. Dieses Beyond Meat ist halt irgendwie nicht so geil. Kein Wunder, dass die Aktie 80% abgesoust ist. Sollen wir ein bisschen Kakaopulver reinmachen? Ja, oder Zucker halt. Tomatenmark? Aber dann lieber mehr Kakaopulver. Mehr Tomatenmark vielleicht? Ja. Mehr Tomatenmark? Hast du wirklich genug reingemacht? Ich hab bestimmt 8-9 Esslöffel. Also mehr schon als eigentlich sonst. Aber wir können auch machen, das schadet nicht. Dominik hat gerade noch mal ein bisschen Kakaopulver reingemacht in die Chili con Carne. Aber ganz wenig noch. Ganz und wenig noch. Nojo, die ist echt geil. Es hat es zusammen. Es hat es ja. Also ich würde sagen, das hat gerade von einer 6 aus 10 auf eine 8 aus 10 hochgeholt. Ja. Also wir haben jetzt eine 8 aus 10 Chili con Carne gezaubert, Leute. Wir haben gute Laune, festes Schuhwerk und jetzt wird gegessen. Mit Untertitel auf Englisch oder was? Nee, mit Untertitel auf Japanisch. Digga, mach die Schuhe noch langsamer. Hey Leute, ich steh grad auf. Ey, Bruder, ist das geil. Und Hugo ist wieder für eine Dreiviertelstunde. Wie hab ich das geschafft? Man muss auch vergeben und vergessen können. Mann, Bruder, das ist der Alter, ich überhaupt. Das ist mein. Aber in dem Punkt ist Wallah, fake. Billa, ich hab dich gefällt gerade. An dem Punkt ist es fake. Nein, Wallah nicht. Bruder, das muss fake sein, was? Chat, das hier ist der finale Teller. Ui. Ich weiß nicht, ob das hier in einem guten Licht steht. Ah, für Thumbnail stark. Wir haben noch nichts, Leute. Ein normales Brot, ein Ölbrot. Nachspeise. Ja, ich auch. Richard, wer fährt McFlurry holen? Ich hab das Gefühl, dadurch, dass du noch... Lass Meckes gehen! Ja, anscheinend war keine gute Idee. Boah, Alter, Meckes McFlurry wäre ich down. McFlurry wäre krass. Hätte ich Bock drauf, ja. Ja, das geht. Alter, McFlurry hätte ich richtig Bock drauf. Ja, lass gehen. Wir hoppen in den Tesla und fahren. Ja, wir hoppen zu viert in den Tesla und holen für die ganze Bande. Für alle, die wollen. Boah, das ist krass. Warte, ich komm. Ja, das war McFlurry Gang. 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 Ey, das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt halt auch unsere Mädels und Mike und Tim und so haben, man merkt erstmal, wenn normale Menschen noch mit im Raum sind, merkt man, wie fucking dumm wir sind, Bro. Check so. Ey, ist das krank, Bruder. Okay. Ja, das. Guck mal, du kriegst kein McFlurry. So. Ja. Schön gesagt, mein Bruder, schön gesagt. Wie lange hat er auch? Bro, das ist jetzt. Guck mal hier von der Seite, Digga. Können wir das noch reparieren? Das sieht man nicht. Nein, wieder nein. Das ist nicht passiert. Nein. Das ist nicht passiert gerade. Das ist ein Gefleiß. Und da ist die Kaution weg. Ich hab's. Oh, ich hab's eingeloggt. Doch.
Ihr habt auch noch vegane Cookies im Kühlschrank zum Aufbacken. Nein, scheiß auf den. Ja, wenn ich jetzt wenn ich mit euch jetzt drauf gehe zu McFlurry, Bro, Real Talk ist okay. Ja, es geht Schlimmeres. Was ist schlimmer? Keine Ahnung, alleine auf dem Weg zu McFlurry zum Beispiel. Oder alleine auf dem Weg zu einem Nicht-McFlurry? Alleine auf dem Weg zum Arbeitsamt, sich arbeitslos melden. Ja, also Real Talk fände ich jetzt schlimmer als das. Ja. Find's schon schön, gerade mit euch. Alleine in Madeira zum Beispiel. Alleine in Madeira, wenn man für Steuervorteile da fake hinzieht. Nein, ich will echt hinziehen, echt hinziehen. Aber wenn ehrlich sind, wissen wir alle, dass ich da hingehe für die Steuern, aber ihr müsst das nicht so oft erwähnen. Hikers Club, er hat den Hikers Club gebaut. Hikers Club, Hikers Club, Hikers Club. Hikers Club. Okay, wir halten die Fresse. Bro ist OOC gegangen gerade. Ja. Oh, bitte okay. Fenster auf, Bruder, hier ist es so warm. Ich habe diese fette Jacke auszusehen angezogen. Oh, Scheiße. Geht nicht noch tiefer. Da haben sich ein bisschen verkalkuliert. Bruder, hä? Warum geht das hier nicht runter? Ja, die haben sich ein bisschen verkalkuliert, Alter. Das kann schon mal passieren. Der hat gesagt, Spaltmaß 10 cm ist in Ordnung. Guck mal hier, da oben passiert, Alter. Mach mal coole Werbespots, ja. Hey, Leute. Mach mal den Modus an, wo die Lichter an- und ausgehen. Warum wieder das so Tesla-Hate und das ist krank? Aber dafür geht das Fenster nicht ganz runter. Ist das geil. Du kleiner Wasser-Ticker. Wieland. Ja, was denn? Ganz kurz, kann deine Thermoflasche. Ja. Wenn man hier drauf drückt, die kann Gradanzahl. Kann die gleichzeitig Elon Musk Schwanz simulieren, damit ich ihn mir noch in den Rachen schieben kann? Nein, kann ich nicht, Alter. Ist das das Kind von Willi? Von mir und Vivi, ja. Wirklich? Das bestell immer beim Drive-In normal und dann, wenn du bezahlst, dann halt man nur, dann duck dich mal so und halt nur den Berg. Ja, ist geil, ist krass, kommt böse. Und aber mit so deinem Handy, mit Apple. Soll ich mich ducken, Bro? Mit so Android Pay oder wie es heißt. Das Ding ist, ich hab bei sowas immer Angst, dass die so eine Shotgun haben und mir die Fresse Shotgun. Nicht in der Schweiz, Bruder, nicht in der Schweiz. Nicht bei McDonald's auch einfach, Digga. Also soll ich hier das Handy so halten? Ja, genau, ja. Lass mich mal sehen. Mann, Digga. So ein Atem. Ey, guck mal, drück mal hier drauf. Haken rausgefahren. Ja, das ist aber viel das, auch. Das ist aber voll viel. Ja, und da kannst du dich dran festhalten. Nein. Dann kannst du dich dran aufhängen, wenn du kein Bock mehr auf das scheiß Auto hast. In-game. Ja, er macht mit Bär. Macht er mit dem Bären? Er macht mit Bär. Oh nein. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich glaube, wir haben hier auch schon alles gesehen. Ja, den kannst du ja gar nicht mehr shoppen. Er hat immer gewunken. Hat er mehr gewunken? Er der sagt Tschüss. Bruder, wir haben unsere McFlurries doch gar nicht. Gott, ist das unangenehm. Wir haben unsere McFlurries doch gar nicht, Digga. Die werden uns so reinspucken in die McFlurries, Alter. Ist das krank. Ist das krank. Wer hätte gedacht, dass der größte Content heute ist, dass wir uns McFlurry holen bei McDrive. Ey, ich hab ihn gefragt, dann ist er nicht gesagt, dass es das ist. Guckt, Chat, er sagt euch Hallo. Wie zur Hölle ist Hugo eigentlich überlebensfähig? Wissen wir auch nicht, Bro. Hugo, hör zu. Wenn die Person vor uns ihr Essen bekommen haben, will ich, dass du über Lautsprecher sagst, guten Appetit. Das musst du machen. Leute, lasst euch schmecken. Jetzt. BMW vor mir, guten Appetit. Unangenehm. Hey, wenn wir wegfahren gleich mit unseren McFlurries, mach so Ciao. Hallo. Hey, sag mal gleich, die zwei Leute mit dem E-Roller, schönen Abend noch, weil die fahren mit dem E-Roller weg. Die zwei Leute mit dem E-Roller, tschüss. Das ist so unangenehm. Ich schaffe. Ehrlich, du diese Scheißfunktion mal gut benutzt. Ist das kacke. Ey, kannst du bei Dominik rechts hinten den Furz machen? Oh ja! Warte, wir werden jetzt gebracht, die McDonald's. Ey, was furzt du? Sorry, Jungs, sorry. Ey, was furzt du? Oh. Ey, sorry, Mann, ich bin in der Fötusstellung. Oh, ey, jetzt chill mal ein bisschen, okay? Boah, Digga, chill mal bitte, okay? Ich raste mein Leben. Nochmal jetzt bei Wieland. Wieland, sag mir jetzt, wie du den Sound hörst gerade. Ja. Wie findest du jetzt Tesla? Ich finde Tesla richtig geil jetzt. Also ja. Wirklich richtig geil. Ey, kannst aber. Wir können das Auto halt nicht gerade ausfahren. muss man sich halt entscheiden. Aber du kannst einfach aus 1000 Farben auswählen, um auf deinem Display zu erscheinen. Oh, liebe Flurries, Hugo, mach aus. McFlurry.
Ja, wow. Ich nehme den entgegen durch das halb offene Fenster. Alter, das ist eine Pyramide. Dankeschön, schönen Abend noch. Dankeschön, Abend. Hey, die haben gar nicht gewartet auf uns auf dem Tisch. Oh, wow. Oh, die haben aufgeräumt. Hey, die werden nach Scheiße schmecken. Ja, ich würde sagen, das ist eher ein X-Soup gerade. Alright, Männer. Dann ist es so. Freunde, Tag 12 neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe heute erst meinen ersten 360 gehittet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Die McFlurry-Psychose hier gerade war auch nochmal hart. Und wir sehen uns morgen wieder.